Hallo und willkommen zum nächsten Video von Ihaio. Bei dem Halloween-Stream hat Beastmaster im Kommentar drunter geschrieben, ich liebe meinen TS-100. Das ist ein TS-100. Ich wusste bis zu dem Kommentar nicht, was das ist. Und der hat mir zum Glück einen Link dazu gepostet, wo man ihn bestellen kann. Da habe ich mal einfach mal einen bestellt. Wir schalten dazu mal um auf die Kamera und noch original verpackt und öffnen mal den Lötkolben. Also schauen wir mal. Es gibt Important Safety Instructions. Die gucken wir uns mal einfach nicht an. Und das hier ist der Lötkolben. Das Teil ist schon mal sehr leicht und das Teil ist auch schon mal sehr leicht. Und wahrscheinlich muss man den hier irgendwie einfach reinstecken. Vielleicht muss man auch erst diese Schraube aufmachen. Dann lesen wir doch die Instructions, weil vielleicht ist bei den Instructions das passende Werkzeug dabei. Perfekt. Sogar mit zwei Ersatzschrauben. Also falls jemand so brutal ist und diese Schraube abnudelt, dann hat er nochmal eine Ersatzschraube dabei. Finde ich jetzt sehr, sehr praktisch in dem Fall. Vor allem für Leute, die so unglaublich geschickt sind wie ich und alles mit roher Gewalt lösen versuchen. So, das war's. Finde ich total genial, diese Mechanik hier. Gerade habe ich noch nie gesehen bei dem Lötkolben. Also der hat quasi innen drin sowas wie einen Klinkenstecker, nur in groß. Und hier kann man auch aufschrauben, aber nicht mit dem Imbus. Da gibt es dann mal ein separates Video, wenn ihr das sehen wollt. Dann schraube ich den mal auf und gucke, was da innen drin noch so ist in dem Lötkolben. Hier könnte man noch rein theoretisch eine Erdung anschließen. Hier ist so ein Erdungszeichen daneben. Ja, und dann hat das Teil hier einen Micro-USB-Anschluss. Und das hier soll scheinbar ein OLED-Display sein, also sehr, sehr gut abzulesen. Ja, so rein vom Gefühl her, der liegt sehr gut in der Hand. Er ist auch sehr gut austariert, wie man hier sehen kann. Der liegt echt super, super in der Hand vom Gewicht her. Und ist auch sehr, sehr leicht und liegt echt gut in der Hand. Ich habe mir schon mal ein Steckernetzteil vorbereitet mit 12 Volt. Ich glaube, man kann damit irgendwas von 5 Volt bis irgendwas reingehen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Version 2.12 Press. Also man sieht es jetzt auch in der Kamera. Das ist definitiv ein OLED-Display. Man kann das echt sehr, sehr gut ablesen. Press-Button. Jetzt drücken wir mal den Knopf hier. So, und nun heizt er auf. Zeigt die Temperatur direkt in Grad an. Ich habe keine Ahnung, wie weit der aufheizt jetzt. Aber er heizt auf und wird auch heiß und er heizt nicht mehr weiter. Naja, vielleicht macht er gerade so einen Selbsttest. Ich habe keine Ahnung, was der gerade macht. Während er das macht, werfe ich trotzdem mal einen kurzen Blick in die Safety Instructions rein. Vielleicht steht da ja was drin, das wir wissen sollten. Aber er hält jetzt die 300 Grad. Sehr schön. Okay, Safety Instructions sind hier dabei. Die können wir uns anlesen. Hang, ha, meine ha, ja, TS-100, hang, ha, ha, ha. Okay, die hätten sie sich wohl auch sparen können. Ah, ne, hier gibt es in Englisch. General Safety Summary. Operating Voltage 12, 16, 19, 24 Volt. Also ich betreibe den jetzt gerade mit 12 Volt. Entsprechend haben wir 17 Watt Power. Und er benötigt 40 Sekunden laut dem Zettel, bis er aufgeheizt ist. Hier steht nochmal dran, wie man betätigen soll. Button A, Button B. Und das war es dann auch schon. Wir haben jetzt hier 300 Grad. Drücken wir mal eine Taste. Ah, hier kann man die Temperatur ändern, wenn man die Taste drückt. Und die Taste hier, ja, hat dieselbe Eigenschaft. Also man kann quasi die Temperatur mit den Tasten, wenn man jetzt mal beide Tasten gleichzeitig drückt, mal gedrückt hält. Ja, wenn man sie gedrückt hält, ändert er auch die Temperatur. Also so ungefähr die Bedienung. Ich habe jetzt mal was vorbereitet, damit wir den Lötkolben auch richtig schön testen können. Und zwar habe ich vorbereitet ein Stück Draht. Oder ein Stück Litze, besser gesagt. 1,5 Quadrat, einfach mal um zu gucken, ob man 1,5 Quadrat mit dem verzinnen kann. Und ich habe auch verschiedenste Bauteile vorbereitet, von 1206 bis runter zu 0402, also 1206, 0805, 0603, 0402 und die entsprechende SMD-Lötübungsplatine dazu.
Und auch nochmal eine reine Kupferplatine, also eine großflächige Kupferfläche. Und jetzt kommt ganz viel verschiedenes Lötzinn. Einmal 1 mm bleifrei, einmal 1 mm verbleit, 0,5 mm bleifrei und 0,5 mm verbleit. Einfach, dass wir ein paar verschiedene Versuche machen können. Wir fangen einfach mal mit dem Stück Litze an, hätte ich gesagt. Wir sind jetzt mit der kleinsten Leistung unterwegs und ich verwende jetzt einfach mal das verbleite Lötzinn, um die Litze zu verzinnen. Um das Ganze einigermaßen schön zu zeigen, habe ich hier mal eine kleine Webcam direkt am Lötkolben, die ich festhalte. Ich haue jetzt einfach mal generell Lötzinn drauf und gucke, was passiert. Es schmilzt sehr, sehr schnell. Und auch hier jetzt diese Litze zu verzinnen, muss ich gerade gestehen, das geht ausgesprochen gut. Also ich bleibe jetzt hier nicht kleben an der Litze oder sonst was. Ich habe ja auch einen großen Klecks Lötzinn drauf gehabt, gerade wie man sieht. Und die Litze ist obenrum einigermaßen verzinnt, untenrum noch nicht. Das verschulde ich jetzt aber der Litze, da die schon ein bisschen älter ist. Dann gehen wir gleich ins Eingemachte. Und löten, das Schlimmste, was man machen kann. Und zwar mit einem bleifreien Lötzinn eine volle Kupferfläche. So, da hat er jetzt deutlich zu kämpfen. Das schmilzt quasi nicht auf, das Zinn. Ich bleibe auch komplett kleben. Was mir jetzt so überhaupt nicht gefällt an dem Lötkolben, muss ich gerade gestehen, ist, dass er nur die aktuelle Solltemperatur anzeigt und scheinbar nicht die Ist-Temperatur. Denn der wird jetzt definitiv hier hinten runter regeln. Der hat hier 300 Grad und der hat sicher nicht die 300 Grad vorne an der Spitze. Aber was man jetzt erkennen kann, nach kurzem Aufheizen der Fläche ist es möglich, das Lötzinn zu schmelzen, aber er kommt hier an die Grenzen. Nee, das ist eigentlich nicht möglich. Man müsste wahrscheinlich mit mehr Spannung probieren, dass er die höhere Leistungsklasse hat. Dann wird es vielleicht gehen, aber so geht es hier direkt nicht. Ich probiere es jetzt mal mit einem bleifreien Lot. Vielleicht klappt es mit dem. Das ist ja ein bisschen niedriger vom Schmelzpunkt her. Sieht besser aus. Ich gehe mal davon aus, wenn man mit 24 Volt betreiben würde, denke ich mal, dass er das hier auch gemeistert kriegen würde. Wir löten SMD und zwar in diesem Fall die Übungsplatine. Wir fangen mit 1206 an. Ich löte die oberen zwei Bauteilpads mit bleifreiem mit verbleitem Lötzinn und die unteren zwei Bauteilpads mit bleihaltigem Lötzinn. Der Lötkolben an sich hat einen super Abstand. Das bewerben sie ja auch, dass der Abstand quasi Handstück zur Spitze sehr klein ist und das muss ich sagen, ist ein bisschen größer wie das, was ich gewohnt bin bisher, aber es ist angenehm. Und nun löten wir mal entsprechend, wie ich es immer mache, die Bauteile an. Wie man erkennen kann, sieht sehr gut aus. Wir löten die zweite Seite. Ich löte jetzt die zweite Seite komplett mit dem bleifreien Lötzinn. Ich persönlich bin Fan von einer Meißelspitze, muss ich gestehen. Also ich mag lieber mit Meißelspitzen arbeiten, einfach weil ich dann besser die Wärme auf die SMD-Pads draufkriege. Das Ganze jetzt hier ohne Flussmittel, ohne alles und ich glaube, dafür kann man das Ergebnis einigermaßen sehen lassen, finde ich. Wir gehen einen Schritt weiter, löten mal zwei Bauteile 08 und 05 an. Auch hier wieder komplett bleifrei unterwegs. Sieht auch sehr gut aus gerade. Ich meine, es ist natürlich angenehmer, bleihaltig zu löten. Wir können natürlich jetzt auch mal testen, das Ganze auf 350 Grad zu erhöhen. Die Bauteile sind auch verlötet. Noch die zweite Seite dazu. Wir treiben es noch weiter. Und verlöten 0603 mal auf die Schnelle. Und gerade für die Baugröße macht natürlich jetzt die Spitze nochmal was besser her. Und da kann man jetzt schön gerade vorne drauf auf die Bauteile und kriegt ausreichend Wärme drauf.
Zu guter Letzt, das mache ich jetzt auch nochmal bleifrei. Zu guter Letzt löten wir noch 0402. Das wäre dann die kleinste Bauform, die ich so für ja, Bastelprojekte, Handlötprojekte empfehlen würde. Weiter runter gehen würde ich nicht, denn 0201 und so wird dann schon verdammt klein. Man sieht ja auch hier schon unter dem Mikroskop, dass 0402 verdammt klein ist. Aber auch 0402 machbar mit dieser Spitze, wie man sehen kann. Selbst die zweite Seite einwandfrei lötbar. Also definitiv auch für SMD geeignete Lötkolben, vielleicht sogar ausschließlich für SMD, wenn man nur 12 Volt zur Verfügung hat. Man kann das Teil an sich auch mit einer Powerbank betreiben, habe ich gehört, wenn man mal für einen mobilen Einsatz verwenden möchte. Kann man natürlich eine Powerbank dranhängen hinten statt dem Steckernetzteil, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Kann man auch eine Powerbank dranhängen und dann entsprechend mit der das Ganze betreiben. Ansonsten sehr schönes Teil. Abkühlen tut er auch relativ langsam, also er hält die Wärme sehr gut, muss ich gestehen. Was mir jetzt nicht gefällt bei dem ganzen Teil, als kleiner Hinweis, der Lötkolben kommt jetzt so, wie er hier ist. Was er nicht dabei hat, ist, was mir in dem Fall sehr, sehr stark fehlt, sowas zum Beispiel, so ein Goldschwämmchen, mit dem man den abputzen kann, wenn vorne die Lötreste drauf sind, Flussmittelreste drauf sind. Und es ist auch kein Halter dabei. Da gibt es aber, habe ich gesehen, Sets, wo man den mit Halter und so kaufen kann. Aber finde ich ehrlich gesagt schade, dass sowas nicht standardmäßig dabei ist, weil es eigentlich ja kein großartig schlimmer Mehraufwand wäre. Genau, wir haben den Lötkolben gesehen. Wenn ihr wollt, haut in die Kommentare rein, ob ich den nochmal aufschrauben soll. Am Aufschraubvideo wäre dann auch noch dabei die Thematik, wofür ist der USB-Anschluss da und was passiert, wenn man da Micro-USB ansteckt, wie kann man die Firmware und so weiter updaten. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Der Link zu dem Lötkolben ist wahrscheinlich unten in der Videobeschreibung. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!